I'm in a jam and you put me there. Hey, I was having a quiet evening until you started talking inside my head. Don't blame me for this. All right, fine. What do you need me to do? There. Great, he's gone. Ja, Peter hat gesagt, ich hatte einen angenehmen Abend, bevor du anfängst, in meinem Kopf rumzuquatschen. Also andere hätten da eher mal einen Psychiater aufgesucht oder sowas, ne? Aber wie war das? 9 Stimmen in meinem Kopf sagen, ich bin nicht verrückt, die 10. summt den ganzen Tag die Tetris-Melodie. Ne, Mugi? Ja, das kenn ich. Wobei meine summt mittlerweile schon Volkslieder. Ich weiß nicht, was das zu sagen hat. Ja, vielleicht erklärt das deswegen, warum du so viel Bier verträgst. Ich trinke kaum Bier, ich trinke lieber Met, aber davon mal ganz ab. Ja. Mehr als ich sollte, als nur gelegentlicher Trinker. Ah ja, Mugi, müssen wir mal sagen, hat ja auch ein bisschen Inspiration für einige Tankard-Lieder geliefert. Ach, zusammen mit Pest, ja, natürlich. Wobei, ich krieg eigentlich auch gerne einmal, aber gut, das hat YouTube und Skype noch nicht so erlebt. Da bin ich meistens offline. Da bin ich meistens offline, weil ich schaff's dann noch nicht mal bei Anitas der Tour zu treffen. Noch online zu Hat einfach nur noch so Panne. Okay, da drüben ist noch ein Raum, ich versuche in den reinzukommen. An dem bin ich jetzt ein paar Mal vorbeigesprungen, weil das sieht aus wie, dass ich da noch ein paar Orbs abgreifen kann. Warte mal, Herausforderungsnetz, was gibt's denn hier noch? Da wollte ich gar nicht hin, ich wollte so Upgrades. Verklick mich irgendwie dauernd immer. Aber verklicken, ja genau, es klingt, als ob ich am PC spiele. Oh, okay. Ja, man sagt halt instinktiv, es hat sich halt so im Sprachgebrauch festgesetzt. Okay, ich brauche noch ein paar Orbs, dann kann ich Peters Schläge verstärken. Bin mal dann gespannt, wie man mit Miguel O'Hara ein bisschen spielt. Also ein bisschen weiß ich ja, wie er angreift von Shattered Dimension, wie gesagt. Aber ich find's cool, dass die Firma Bannox, die dieses und halt Shattered Dimension auch gemacht hat, dass die unterschrieben haben, dass sie auf jeden Fall in den nächsten Jahren alles bei der Spiel übernehmen werden. Also das lässt hoffen. Ich finde es nämlich schon interessant, auch wenn, ja gut, die Freeworm Spider-Man-Spiele waren halt schon nicht schlecht, wo du halt wie bei zum Beispiel Web of Shadows durch komplett Manhattan oder sowas fliegen konntest, quasi mit deinem Netz, ja. Weil hier haben wir ja ein bisschen lineares Gameplay, dass wir uns von Raum zu Raum bewegen zum Beispiel, ja. Aber ich finde halt die Idee nicht schlecht von Bannox, die das machen, dass die halt auch an die anderen Versionen von Spider-Man denken. Dass die zum Beispiel auch mit integriert werden. Ich würde mal sehr gerne auch wieder Spider-Man Noir in dem Spiel sehen, weil der war richtig cool drauf, weil seine Passagen waren richtig wie bei so einem Stealth-Game. Ja, und hat auch was von, von diesen ganzen Noir-Filmen. Die schön nach dem Motto die Spur der Matrix verfolgt. Cool. Ich hab den Raum zu kommen und. Ah, goldene Spinne gibt's ja auch noch. Nicht, dass du dich jetzt hier wieder irgendwo glitschst, dass das eigentlich noch gar nicht vorgesehen ist. Ich. Dass da gleich auf einmal so keiner Catch hält und sagt, ah, endlich bist du gekommen. Was? Dass da wer steht? Ach, Blackhead, ja. Also nicht der Let's Player. Ja, nicht der Let's Player, genau. Ich hatte mir das irgendwie auch immer gedacht, das ist eigentlich eine unglückliche Wahl von Lucy gewesen, sich Blackhead LP zu nennen, wenn man bedenkt, dass Blackhead ja eigentlich auch mehr oder weniger eine ein bisschen Anti-Heldin aus dem Spider-Man-Universum ist. Ja, teils. Weil ja, sie hat die richtigen Intentionen, aber Stan Lee, jetzt mach ich nochmal eine DC-Anspielung. Stan Lee hat ja auch selbst gesagt, das soll die Marvel-Antwort auf Catwoman sein. Ist ihnen gelungen. Ich finde sie sogar teilweise besser als Catwoman, weil Catwoman so ein unvorhersehbarer Charakter stellenweise und sie hat das verspielte Unvorhersehbare, das man bei einer Catwoman eigentlich und braucht. Und zumal hat sie auch interessante Superfähigkeiten mit dem Verdoppeln der Persönlichkeit und alles, ne? Klonerzeugung. Ja, und die ist Glück und Glücksrichter. So, noch eine Herausforderung. Okay, besiege 8 Gegner in 1,3 Minuten. Mal sehen, ob ich das schaffe. Weil irgendwie, was mich jetzt gerade nur ein bisschen wundert, ist, warum die Verbindung zu Miguel verloren gegangen ist. Hoffentlich lässt er uns jetzt nicht im Stich. Das wäre ein bisschen schlecht. Das ist ein Fehler, brutal, spackt. Ja.
wäre natürlich jetzt nicht gerade sehr vorteilhaft, weil er hat nicht umsonst... Ah, unten tut sich was. Okay. Ah, okay. Peter, also beziehungsweise wir, sollen jetzt die Roboter-Forschungsanlage zerstören, dann werden diese gigantischen Wachroboter aus der Zukunft niemals hergestellt werden. Ist das... Ja, weil wieder niemand darauf kommt, die mal neu zu bauen. Aber okay, da ist es noch verständlich für den großen Kosten, was das nochmal passiert. Ja, ich meine, guck dir mal an, wie groß dieses Vieh ist. Ich glaube, ich habe auch gesehen, wo was ich machen muss, wo ich hin muss. Ja, hier ziehen. So wie ich die Türen geöffnet habe. Das Interessante ist halt auch, dieses Ziehen funktioniert auch immer über Schütteln der Emote. Gehst du mal ab jetzt. Ja, damit zu dich was mit. Ja, ja, genau. Ja. Vor allem mit der rechten Hand, ne? Oh, der musste sein. Ah, wir haben hier also mehrere Passagen. Ja, der Roboter ist auch die. Da hab ich. Wenn das sieht. Schön und hart. Ja. Der Roboter ist ja. Über Sachen, die man sich auf den Penis tätowieren lassen könnte. Ich war auf Bauchschütteln. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Man hat auch gesehen, dass der Roboter bei Miguel gerade eben nur kurzzeitig aufgeblitzt ist. Das heißt, der ist immer noch existent. Das heißt, wir müssen noch mehr kaputt machen. Na gut, dann reißen wir mal den Kopf weg. Ah, er fängt an, sich aufzulösen. Fuck! Ist hier immer noch ein Teil? Oh, das sieht nicht gut aus, unten rechts. Siehst du das auch? Ja, ich sehe das auch. Es sieht wirklich nicht sehr nett aus. Ich glaube... Oh! Ich habe nur noch 20 Sekunden Zeit, den Roboter... Oh, da ist ein Stück! Ich habe nur noch 20 Sekunden Zeit, den Roboter zu zerstören, sonst ist O'Hara draufgegangen. Verpiss dich! Die schlagen mich hier weg. Ich kann nicht... Ich kann den Arm nicht wegziehen. Nein! Nein! Oh, nein, das wird zu knapp. Jetzt... Peter, greif zu, Mann! Nein! 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 Ich war zu langsam. Ja, das ist doch Schicksal hier, das Fan. Irgendwann ist er zu langsam und dann gehen wir drauf. Alles ruiniert. Ja, so ist das. Schlimm, schlimm, schlimm. Ah, wir starten aber bei diesem Kontrollpunkt nochmal. Interessant wäre es gewesen, wenn man was falsch macht bei dem Spiel, ja, dass man dann ebenfalls ein Zeitportal finden muss, um zu dem vorherigen Kontrollpunkt zurückzukommen. Ja, das wäre auf die Dauer aber. Das stimmt, das stimmt. Aber ich meine mal, das wäre auch ein interessanter Aspekt gewesen, wenn man das irgendwie anders gescheit hätte verarbeiten können. Da fällt mir nämlich ein, auch ein interessantes Spiel, wo es um Zeit geht, auf der alten Xbox, es war ein Xbox Exclusive, ein Jump'n'Run Spiel namens Blinks the Time Sweeper. Kennst du das? Ich hab's mal gehört, aber ich hab's nicht gespielt. Ich hab's schon definitiv auch, so April herum 2012 zu erwähnen, weil es gibt davon noch kein deutsches LP, also beziehungsweise es gab eins, aber das wurde nicht beendet und dann hat Beerguy es einfach auf privat gesetzt. Weil da manipulierst du die Zeit nämlich auch, da kannst du die Zeit beschleunigen, verlangsamen, verdoppeln, aufnehmen und wiederholen und auch Alternativversionen kreieren. Das ist schon interessant. Aber mehr dazu dann, wenn wir soweit sind. Jetzt versuche ich nochmal diesen Roboter hier aufzuhalten. Und ihr Nervsäcke, verzieht euch! Weißt du, ich würde ja sofort den Roboter auseinanderziehen, wenn mich diese ganzen Idioten hier nicht davon abhalten würden. Ja, dafür sind die noch da. Ja, dafür sind die da. Ich meine, ein Superheld hat noch nie was einfach nur mal so geschenkt bekommen. Außer Ben. Nein, ich meinte, wenn er so Aufträge hat oder sowas, jetzt generell. Du kommst hier die ganze Zeit irgendwie immer an mit Batman, ja, okay. Immer in Bezug aufeinander, Marvel-Helden. Ja, ich kann halt, ich habe gestern 5 Bände davon gelesen, aber gut, ich muss mich wieder ein bisschen nah reinfinden. Ja. Bleib mal bei Deadpool, weil von dem kann ich eigentlich fast alles auswendig, weil ich... Ja, der ist schon lieber. Cool drauf. Ich kann von Thor viel auswendig, weil ich finde den auch interessant. Verzieh dich! Vom Film war ich leider ein bisschen enttäuscht, weil, Was? Fandest du? Ich nicht nur ein bisschen. Ja gut, ich hab's jetzt mal auch harmlos ausgedrückt,
weil das war mir ein bisschen zu modern, wo der Thor gelandet ist, weil so viel hat der nie in den Comics in Midgard verbracht. Der ist halt ab und zu runtergekommen auf die Erde und hat Avengers geholfen. Ja. Deswegen, apropos Avengers, da bin ich sowieso gespannt, wenn der Film rauskommt. Trailer gibt es ja schon. Iron Man lässt dann mal wieder voll den Arroganten raushängen. Und dann kommt, das Lustige ist, da kommt Hulk, aber gerade nicht verwandelt zu denen, stößt zu denen, ja? Als sie auf Befehl von Nick Fury hin ein Team bilden, ja? Und dann, das Geile ist dann so, Iron Man zu ihm, ich hab ihre Dissertation gelesen, ich liebe es, wenn sie einfach mal so wütend werden. Jetzt kommst du hier die ganze Zeit mit Iron Man. Ja, und das ist immerhin Marvel. Ja, aber trotzdem, du kommst die ganze Zeit mit mir hin. Und ich hab schon wieder versagt bei diesem Roboter. Das gibt's doch nicht! Okay, noch ein Versuch. Ich versuche jetzt mal die Gegner nur auszuschalten oder zu lähmen. Ja, weißt du, ich hätte es eigentlich geschafft von der Zeit, weil es war ganz knapp. Ich war schon am dritten Stück dran, ja, vom Roboter. Aber der eine Wachroboter hat mich von hinten gegriffen und hat mich die ganze Zeit paralysiert. Da konnte ich natürlich nicht aus der Umklammerung so schnell rauskommen. Hihi von. Oh, ja, du bist ja so erwachsen, Ugi. Obwohl, naja, wir sind Comic-Nerds. Wir sind Comic-Nerds, wir werden nie erwachsen, oder? Ah, Mann. Okay, noch einmal von vorne. Wobei, ich muss sagen, jetzt nochmal, um was auch von DC zu sagen. DC finde ich auch nicht schlecht. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich bin ein großer Marvel- und DC-Fan. Marvel, finde ich, hat halt den besseren Humor, aber DC hat halt auch sehr interessante Charaktere, weil bei denen noch immer alles so... Also viel bei denen serious ist, ja. Ich muss sagen, aber der, sagen wir mal, der lustigste oder farbenfrohste Charakter, finde ich, der zu den farbenfrohsten von DC gehört, ist meiner Meinung nach einer von den Green Lantern, oder? Jetzt, ich meine, guck dir mal die Geschichte von dem an. Hm. Ja, aber ganz ehrlich, Green Lantern, der hat den absolut nutzlosesten Sidekick der Welt. Diesen Spektral, einfach nur die Farben von DC ändern kann. Das ist nur, damit er da seine Schwäche nicht hat. Das stimmt allerdings. Ohne Lantern ist der vollkommen. Aber ich muss sagen, ich finde auch die Vereinigung der Black Lanterns interessant, was sie mit Hawkman irgendwann mal anstellen, dass sie ihn dann zu ihrem untoten Sklaven machen und den Schädel von dem gestorbenen Bruce Wayne, also von Batman, verwenden, um ihre Untotenarmee zu erwecken. Ja. So, aber jetzt sind wir wieder bei Marvel. Ich meine, Marvel hat ja auch ganz interessante Charaktere. Und ein richtiger Psychopath bei Marvel ist ja auch hier Dr. Doom, ne? Ja, der Psychopath schlechthin eigentlich. Auch so mit einer der intelligentesten. Allerdings. Ich fand eigentlich die Umsetzung vom ersten Fantastic Four Film nicht schlecht. Da hat man auch so richtig, da kam sein Charakter auch richtig schön zur Geltung. So, wir können sie heilen. Heilen? Ich will doch keine Heilung, ich will Macht. Ja, das charakterisiert wirklich blendend. Ja, muss man, ich muss aber auch sagen, sie haben auch die 4 ganz gut getroffen. Also, ich bin ja eigentlich ein Fan von The Thing, den finde ich sowieso lustig. Na komm! Ey, komm! Die Farbe ist aber auch cool. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe alle Teile auseinandergerissen und der ist immer noch draufgegangen. Das ist jetzt, mein vierter Versuch kommt jetzt schon, ne? Ja. Weil, ich fand ja auch direkt, Spider-Man ist vor den Fantastischen Vier begegnet. Da gab es so einen genialen Kommentar von ihm, wo er gegen das Känguru gekämpft hat. Wo er ihn verprügelt hat und so in 2 Minuten dann so, mein Gott, das war das lächerlichste Ding, das ich jemand gekämpft habe. Abgesehen davon. Ja! Das war sowieso interessant, weil Spider-Man anfing mit den Fantastic Four zusammenzuarbeiten. Oder, was ich auch interessant fand, war das Crossover zwischen Spider-Man und den X-Men. Ja, das war wirklich cool. Mit Janet, das war auch interessant. Vor allen Dingen Wolverine natürlich mal wieder so schön misstrauisch zu jedem Fremden und wollte ihn erstmal angreifen, ne? Naja, es ist ja sowieso immer interessant, das finde ich interessant sowieso generell bei Marvel und auch bei DC, wie sie immer Crossover zwischen ihren eigenen Universen erstellen.
Was mich nur... Weil das wäre häufig auch, weil das die nur verschiedene Gegner wohnen. Das ist ja, das ist immer so, dass sie immer so direkt auf nebendran wohnen oder sowas, genau. Weil aus der Stadt immer nur so 10 Kilometer weiter ist, das ist ja für die meisten kein Problem, die mal zurückzulegen. Ich meine, Spider-Man hangelt sich da einfach schnell mal durch. Ja, stimmt. Ja. Ich meine, schwierig war das ja erstmal nur die Umsetzung dafür zu sorgen, dass Captain America auf die gestoßen ist, weil der war ja irgendwie im Zweiten Weltkrieg und die sind ja alle in der neueren Zeit. Captain America ist halt alles, er ist wie Amerika. Wenn er wie Amerika wäre, dann wäre er mittlerweile... Du weißt gar nicht, wie die denn in die neue Zeit geholt haben, oder? Ja, das habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich bin auch kein großer Captain America-Fan, weil das ist mir dann doch zu sehr Staatspropaganda. Ja, ich fand halt Red Skull interessant, okay, aber da könnte man jetzt auch wieder sagen, nur weil Red Skull ein Nazi ist. Oh nein, das war böse. Nee. Ja, das war's wirklich. Ich wollte sagen, nachdem er Red Skull getötet hat, ist der